Guten Morgen. So, und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Stardew Valley. So, wir haben den vierten Tag. Es ist Donnerstag. So. Können wir ausmachen? Können wir auch was trinken? Was sagt denn unsere Nacht? Was sagen denn heute? Was geht denn in dem Land auf? Willkommen in Living Off Land. Wieder zurück zu meinem Tipp für alle zu haben. Und hört zu. Das ist eine für euch. Die Hacke für dieses Heu lebt in Stardew Valley. Ihr Volk lebt in Stardew Valley. Schaut im Südwesten der Stadt nach den Frühlingszwiebeln der Stadt. Diese werden, sie sind an dem Fluss, der dem Ozean trifft. Du kannst welche finden und die dann in Reihen rechts davon wachsen. Okay, danke schön. Was sagt uns denn unsere Zukunft? Okay, also heute liegt es in unserer Hand. Und wie ist das Wetter morgen? Okay, es wird sonnig sein. Okay, gut, dann können wir uns jetzt ein bisschen Zeit wieder fahren. Ach ja, Post. Jetzt gleich mal an. Zack. Gerade so gereicht. Gut, Punkt. Okay, gut. Wir haben ja jetzt gehört, dass man Bäume hacken, dass wir auch deren Samen bekommen. Um 9 Uhr gehen wir dann los. Haben wir jetzt nicht bekommen. So, dann gehen wir jetzt schon in die Stadt. Wir haben schon ein bisschen was. So. Oh, wir gucken aber erstmal in den Brief, ne? Etwas zu verkaufen. Wir haben coolen Stuff gefunden. Was? Aber unser Rucksack ist zu voll. Das hört sich nach uns an. Ich war hier. Wir haben etwas zu vergeben. Macht mal einen kleinen Stopp bei Piers allgemeinen Shop heute und guckt aus, welche Sachen ihr finden könnt. Zum Beispiel einen guten Größe von 24 großen Rucksack. Schaut mal nach, ihr findet eher was. Na, gucken wir mal an Piers Ding. Lass mal die Blumen hier mit. Wenn wir schon hier sind. Ist hier noch was? Nein. Gut. Ich weiß, ich bin ein bisschen euphorisch in dem Sinne. Naja, ist aber nicht so schlimm. Wir müssen ja. Oh, Vögelchen. Ganz leise. Ach, die Welt. Hier können wir ganz langsam gucken, was da ist. Und da die Shift-Taste, glaube ich, drücken. Oh, hier irgendwas aus. Heute ist Donnerstag. Wir brauchen eine Neat Cola. Wir brauchen eine Joja Cola für irgendwie Stir Fry, keine Ahnung. Würdest du es machen? Könntest du mir eine bringen, Penny? Ja.
Noch mal gucken, 75 würde es kosten. Ja, müssen wir mal ganz kurz zum Strand gehen, würde ich mal sagen. Guten Morgen, Louis. Das Saloon kann wirklich lebhaft sein bei Nacht. Ab und an tun wir auch eine Münze in die Jukebox. Ich möchte gerne ab und an mal für eine Woche oder so etwas abholen. Wenn du etwas gefunden hast. Jederzeit. Also holt ein paar Mal die Woche was ab, ja. Wir gehen aber erstmal zum Strand. Wird eine Muschel oder so finden. Haben wir mal schon, weil. Brauchen wir nämlich ein bisschen Geld für. Jetzt müssen wir hier diese Starflower verkaufen. Zwei Tage haben wir Zeit, okay, also wäre es nicht ganz so tragisch, aber ein bisschen würden wir es hier heute bringen. Und einmal doch mal in den Müll gucken, ob da was Gutes ist. Für 75, glaube ich, kostet die, oder? Joja Cola 75. Ach, einen Boden würde man bekommen. Was für die Wand. Können wir auch ein bisschen Geld zusammen sparen, aber erstmal gucken. Hier ist unbekannt. Carpenter Shop, hier waren wir noch nicht. Hier ist generalisch. Allgemeinen Shop. Wie so ein Convenience. Hallo, liebe Leute. Wir haben Zit zu verkaufen. Hey. Hey, ist das nicht Mr. Thunder, der neue Farmer? Ich bin Pierre, der Besitzer dieses örtlichen, allgemeinen Laden. Wenn du nach Samen suchst, ist mein Shop genau der Weg, Platz, wo du hingehen solltest. Ich kaufe auch Produkte von deiner Farm zu großen Preisen. Eine kleine Wirtschaft kann wirklich neues Leben in dieser örtlichen Umgebung bringen. Reicht aus. Gut, dann können wir. Ach, wir könnten auch irgendwann mal. Boah, so teure. Irgendwann mal könnten wir auch Bäume pflanzen. Im Sommer, Herbst und Winter, welche Früchte tragen. Okay, jetzt haben wir genau 92. Jetzt könnten wir die Cola kaufen. Joja Cola. Gut. Hallo, wer ist denn da? Pam. Ich hatte schon einmal ein paar Kameltransporter in den Salon. Letzte Nacht. Geh mir weg damit. Hallöchen, nette Dame, ich würde gerne eine Yoda-Cola kaufen. Vielen Dank. Und noch Penny finden, ne? Die Luft beginnt wärmer zu werden. Ich fühle mich richtig gepusht. Hallo. Ich bin sehr froh, dass wir auch eine Bibliothek in dieser kleinen Stadt haben. Wenn du ein Buch verlierst, ist es leicht zu vergessen, was wirklich wichtig im Leben ist.
Hallo, Sander, du hast mein Post gesehen, was ich, meine Anfrage gesehen, die ich habe. Das sieht wirklich gut aus, dankeschön. Hier eine kleine Sache für dich, für diese Umstände. Dankeschön. Sorry, aber ich muss hier mal weg. Entschuldigung. Ich hoffe, ich habe dir ein bisschen Freude bereitet. Großmütterchen, Evelyn. Ach, ich möchte heute Kekse backen. Und ich mag auch, wie die Blumen im Frühling sprießen. Vielleicht kann ich dir mal meine Rezepte ein paar Tagen erzählen. Das wäre nett. Dann kann ich selber Kekse backen oder Cookies. Aber erstmal, genau, wir wollten mir noch ein bisschen was vor, aber erstmal würde mich echt interessieren, was hier drauf steht. Können wir nicht lesen. Ach doch, hier. Den können wir nicht lesen. Was steht denn hier? Es ist alt und verdorrt. Unsere heißgeliebte Mona. Was? Toll, jetzt fühlt das jetzt schwer. In unseren Dungeon kann man irgendwann mal übersetzen, ich habe keine Ahnung, ich habe es aber jetzt in der Aufnahme drin, dann kann ich es mir mal ansehen. Ja, zu Hause, okay. Nummer 92. Da haben wir noch nicht alle Leute getroffen, oder? Ja, zwei Leute fehlen, würden uns noch fehlen. Ist niemand zu Hause, ist abgeschlossen. Die Wolken heute sehen sehr gut aus. Ja, findest du nicht? Doch, ich find's gut. Würde mir echt interessieren. Abfluss. Ist abgeschlossen. Ich müsste mal Kammerjäger spielen. Keine Ahnung. Hallo, Emily. Ich hoffe, das Farm ist ein ganz guter Weg dieser Stadt. Ich hoffe, du farmst auch nachhaltig. Denn diese Welt hat ein fragiles Ökosystem. Ja, ich bin dabei. Also bisher habe ich nur Bäume gefällt und keine wiederbekommen, aber ich bin dabei. Und lassen sie alle ihre Türen offen. Irgendwas mit Newsstation. Hier ist ja niemand da und jeder lässt die Tür um. Hallo, Jody. Du bist also Farmer, ne? Interessant. Ich hatte noch nie einen Farmer zuvor getroffen. Mein Großvater nicht. Vielleicht werde ich in ein paar Tagen... Vielleicht kannst du mir ein paar Tage mal beibringen, wie man Gemüse anbaut. Kann ich machen, wenn du mal vorbeikommst. Hallo, du musst Sander sein. Ich war der neue Farmer. Ich bin Caroline. Okay, nach geht los noch. Mein Ehemann ist auf dem Weg zum allgemeinen Geschäft. Hast du meine Tochter Abigail schon getroffen? Sie ist ein bisschen wild und hat lila Haare. Abigail habe ich schon getroffen. Ist ganz freundlich. Ich habe Hunger. Wo ist Mama? Ich habe nichts zu essen. Tut mir leid.
Wusstest du, ich habe ein gutes Gefühl. Vielleicht ist Abigail hier. Hier jemand? Nein, das nicht, aber ich wollte mir mal hier die beiden Geräte mal angucken. Journey of dem Poesy Ring. Drücke Space, okay. Ich habe Space gedrückt. Okay. Wurde getroffen. Nummer 2. Ich bin gar nicht so gut da drin wie Burg. Mein Leben habe ich noch. Ich kann das nicht. Durch in der Ecke verfliegen. Urk! Gib mir ja weg mit euch! Urk! Gib mir weg hier! Ich bin hier angekesselt. Ah, Mann, dein letztes Leben habe ich noch, oder? Ich überlebe ja noch nicht mehr lange. Ich kann's nicht. Ja! Ja, jetzt! Jetzt geht's aber ab! Ne? Jetzt. Okay. Ja. Kaffee. Yay, Punkt. Ah, so. Zeit stoppen. Jetzt bin ich gar nicht ganz so schlecht. Ich hoffe, ich schaffe die Zeit jetzt. Cowboy und Indianer stehen wir. Zack, 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 zack. Nicht mehr viel Zeit, ich muss überleben. Jetzt zuckt meine Nase. Ja, ich hab's geschafft, jetzt geht's runter. Geht weiter! Pardon. Ja. Schrottblinden-Modus. Zumindest ist man ein bisschen sicherer. Urgh! X-1 Leben. Und das ist vorbei. War aber lustig. Ach, Mann. Warte. Ich konnte nicht anhalten. Was ist das denn? Da ist ein totenkopfförmiges Schloss. Warum musste gerade jetzt meine Nase jucken? Ach, das ist Pam. Hallo, Großväterchen. Ich kann jetzt nicht reden, junger Mann. Muss man echt im Müll liegen, keine Ahnung. Wo waren wir denn heute noch nicht? Da gucken wir gleich mal an. Wen haben wir noch nicht getroffen? Eine Person haben wir noch nicht getroffen. Zwei Leute haben wir noch nicht getroffen. Den haben wir schon getroffen, dann gehen wir mal hier hoch. Wir haben noch ein bisschen Zeit, oder? Ja, wo gehen wir denn? Würde ich ja sagen, dass wir hier hoch gehen, oder? Yep, gehen wir hier hoch. Und ein bisschen besser, würde ich mal sagen, oder? Hallo. Shane. Was möchtest du? Lass mich allein. Tut mir leid. Hallo, Sander.
geht's dir? Mir geht's ganz gut. Nur ich möchte hier mal hoch, weil wir waren hier glaube ich noch nicht, oder? Doch hier waren wir schon, aber... ja, wo sind wir jetzt? Ja, wollte ich jetzt. Hier waren wir nämlich noch nicht. Doch, hier waren wir auch, glaube ich, oder? Maru. Ach, hi, Maru. Maru. Bist du nicht der, der hier vor kurzem hergekommen ist? Ich bin Maru. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Du weißt, dass wir eine kleine Stadt sind. Ein neues Gesicht kann wirklich die alte Community in Bewegung bringen. Das finde ich wirklich interessant. Geschenke. Wenn ich wüsste, was ich den Leuten schenken muss. Zumindest habe ich das geschafft. Gut, dann werden wir mal. Wir haben heute mit ein paar Leuten gesprochen. Nur noch ein paar fehlen uns noch. Ach, Penny mag uns. Thunder, Newcomer. Hier können wir noch nicht machen. Wir können hier so einen Riegel machen, was wir mit verschiedenen machen können. Oder mit Wildsamen. Na, Rovo und Haley, Jody. Lea, okay. Wenn wir mal erstmal kurz die Leute hier besuchen, würde ich mal sagen. Wir haben ja schon ein paar Leute getroffen. Hier ist der hübsche Brunnen. Okay, gut. Ist jetzt 7 Uhr. Wir müssten gleich noch gegossen haben wir. Gut. Hoffentlich wächst der auch so, wie wir es wollen. Sind wir jetzt? Noch nicht die Karte im Koffer. Ach, ich bin blind. Wir sind hier zwar richtig auf dem Weg zu unserer Farm, aber falsch nach Süden zu kommen. Ja, unsere Farm sieht gut aus. Ah, da wachsen auch langsam Bäume nach. Ja, nur der Weg nach da unten ist immer so komisch. Müssten wir mal irgendwann mal plätten. Kommt man ja gar nicht durch. Ja, komisch. Naja, egal. Machen wir morgen. Nee. Dann hacken wir noch ein bisschen Holz, würde ich sagen, oder? Yay, wir haben einen Samen bekommen, ey. Pinienzapfen, gut. Wir haben nicht mehr viel Energie, dann. Das sind Samen. Gut, dann nehme ich kurz die Samen. Das ist Kohle, damit kann man irgendwas machen. Das ist eine Blume, die. Bisschen sortiert, okay. Würde mal sagen, hier sieht es nicht schlecht aus, genau. Oder? Momentan wird es ja noch nicht benötigt.
Hin. Und hier eine hin. Und dann haben wir noch sieben. Und dem würde ich dann sagen, habe ich mich jetzt erschrocken beinahe. Das denn hier? Out of. Hoffentlich muss ich die nicht gießen, oder? Nee, muss ich nicht. Okay, gut, dann. Boah, ist schon spät. Dann werden wir uns, glaube ich, jetzt hinlegen, oder? Ja. Willst du jetzt nachts schlafen? Ja, will ich. Na gut, das war's von der Folge und wir werden uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin. Tschüss. Herzlich willkommen.